So. Mal gucken, wer schneller ist von den beiden. So, noch ein Bergarbeiter. Zurück zu meinem Militär. Da ist nun Goblin-Hort mal wieder. So, mach die Goblins kaputt. Oh, da ist... Und die Gium im Weg. So, das waren die Goblins hier. Oh, nächster Runenkristall. Sehr schön. Aber ja, von hier aus komme ich einfach ein Stockwerk höher. Aber warum steckt ihr da schon wieder fest? Das ist jetzt lächerlich. Untote Gnomis. Also untote Gnome. Sind mir jetzt im Augenblick lieber als die ganze Armee, die ich da drüben habe. Genau, kommt her. Ich mache euch platt. Ja. 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 Und ja, irgendwie klingt das gruselig teilweise, wenn sie sterben. So, was steht auf dieser Tafel? Auf dieser Tafel steht: Nach meinem Ausflug konnte ich an nichts anderes mehr denken. Später versuchte ich einen Sinn in dem Experiment zu finden. Natürliche Energie habe ich ja bereits erwähnt. Eigentlich könnte man sagen, dass die gesamte Welt aus ihnen besteht. Magie entsteht, wenn man diese Energie kontrolliert und in physische Formen lenken kann. Dieser Ort aber, den ich fand, dort schien etwas... Irgendwas alle natürlichen Energien aufgesaugt und dadurch eine Art Nichts geschafft zu haben. Der Wissenschaftler in mir lässt mir keine Wahl. Ich muss herausfinden, was der Grund für all das ist. Ich muss dorthin zurück. Nein, tu es nicht, du wirst sterben. Du bist wahrscheinlich schon tot. Okay, dann einmal in die Richtung weitergraben, bitte. Während wir uns um die Jungs hier kümmern. Wenn meine Armee das möchte, natürlich. Ja, irgendwas möchte sie schon mal. Oh, hier sind nur ein paar... Achso, das ist drüber im Weg gewesen. Jetzt gehen sie das da drüben töten, anstatt dass sie hier hingehen. Oh, die kommen dafür aber zu uns. So, macht das da mal platt. Und ja, da ist die letzte Tafel, die wir brauchen. Wieder von Gnomen. Belagert. Also meine beiden Nahkämpfer haben scheinbar keine Probleme. Nur du hast irgendwie Probleme. Dich da richtig zu arrangieren. So, nächster Runenkristall. So, dieser ist jetzt auch ausgeschaltet. Hey, merkt ihr auch, dass die Luft schwerer zu sein scheint? Egal, nur noch drei übrig. Ja, die werden wir da wahrscheinlich da unter uns finden, weil über uns... Ah, gibt es noch einen Raum. Hm.
So, hier drüben nämlich. Dazu muss ich aber erst einmal hier durch den Knochenfriedhof durch. Also meine Armee kommt schon mal. Der blockt. Der dodgt. Naja gut, das sind Knochen-Charlies, die lassen sich nicht so leicht mit Pfeilen treffen. So, und jetzt noch die Gnomen. Können wir schon mal hier die Leiter aufstellen. Dass ein Gräber kommt und sich da durchgräbt. Wenn nicht, sind nämlich die letzten hier unter uns. Aber wer da steht, gerade in diese Richtung. Stand das nicht schon mal irgendwo hier? Ja, hier. Oh, ach ja, hier drüben gibt es ja auch noch Orte. Also sollte ich einfach mal den Rad folgen und eine Pipeline hier drüben graben. So. Aktiviert bitte die letzte Tafel. Irgendjemand? Ah, das macht der Bergarbeiter für mich. Wie freundlich von dir. Diese Tafel scheint die letzte zu sein. Hier steht, ich muss weg. Ich muss einfach hier raus. Dieses Ding, diese Abscheulichkeit, sie wird euer Leben rauben, eure Seele. Ich begreife dich, wie der gelbe Magier sie in den Kristallen einschließen konnte. Und es ist mir auch egal, ich muss einfach hier raus. Falls es irgendjemand liest, flieht, solange ihr noch könnt und berührt die Runenkristalle nicht. Wenn es hier bleibt, dann wird sich alles in nichts auflösen. Soll es aber irgendwie freigelassen werden, es würde noch schlimmer kommen. Oh. Haben wir den Balrog gefunden? Na, wir haben auf jeden Fall einen Goblin gefunden. Gut, das heißt, hier ist mal wieder Ende, okay. Das heißt, wir graben so rüber. Das war jetzt zu weit. So. Und bitte das Kammerjäger-Team zu dem Goblin da oben. Oder der Goblin portet sich einfach. Solange er sich nicht in der gefährlichen Zone portet. Ah, sicher ist sicher. Was haben wir jetzt gefunden? Oh, come on. Seht euch das an. Die Katakomben scheinen endlos zu sein. Wie viele Kreaturen wurden denn hier beerdigt? Und bei einheiligen Bärten, was ist das für ein Ding? Okay. Mach das mal tot. Danke. Ja, hier konnten wir einfach durchgucken, aber dahinter scheint nicht mehr wirklich was zu sein. Jedenfalls ist hier Ende. Aber wir haben schon mal den Weg gefunden, den wir suchen. In diese Runenkammer hier. Es
fehlen uns aber immer noch 2 Runenkristalle. Danach. Wo könnten die noch sein? Da sagt einer in die Richtung buddeln. Oh ja, da unten ist ja noch was. Okay, von wo aus schießt der bitte? Von da drüben. Auch sehr nett. Wo ist mein restliches Militär? Hängt mal wieder in der Wand fest. Okay, ja, definitiv. Irgendwas ist heute mit dem Spiel kaputt. Aber die Aufnahmesession ist gleich zu Ende. Ich hoffe mal, die macht keine Probleme. Lesson up. Wie läuft es? Findet ihr irgendwelche Rundkristalle? Ja, jetzt müssen wir nur noch den dritten ausschalten. Irgendwas ist aber komisch, als ob etwas in der Luft liegen würde. The King has spoken. Pustekuchen, ihr habt nur etwas Schlechtes gegessen. Schaltet jetzt den Rest von ihnen ab. Okay. Kommen wir einfach so in den Nebenraum. Und ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Gas. Damit das alles hier etwas schneller läuft. Okay, Goblin-Festung. Die interessiert mich nicht so wirklich. Die Goblin-Behausung hier. Mich interessiert eher der Raum hier. Oh, und da unten ist noch einer. Weg mit dir, weg mit dir. So. Wow, du hast... Au. Warum auch immer ihr da... Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einen Cut und lade das Spiel an der letzten Stelle noch einmal bei der nächsten Aufnahmesession. Weil das ist mir jetzt gerade irgendwie zu verbuggt. Ich weiß nicht, was, ob es am Spiel liegt oder ob es an der Aufnahme liegt. Wir sind hier auch jetzt fast wieder bei einer Stunde angekommen und ich wollte heute eh nur eine Stunde aufnehmen. Ich hoffe, ihr seht es mir nicht nach. Wir sind ja schon recht weit gekommen. Also. Mache ich zurück zur Welt. Sag Spiel nicht speichern. Wollt ihr das Spiel wirklich ohne Speichern verlassen? Ja. Okay, dadurch nimmt er die Königsquests nicht an. Was aber auch halb so wild ist. Wir können einfach nachher wieder hier einsteigen. Ich mache jetzt erstmal den Cut. Also, bis dann.